Yo Leute, willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Es geht dieses Mal weiter mit der Story. Hi, ich bin der sein Freund von Dem Sound, letzten ja Video. von ihm, vom letzten Video. Aber, hä, was ist denn da hinten? Ich gehe mal mit meinem Fernglas. Da ist ein Auto mit zwei Leuten drin. Hä? Es fährt in meine Richtung. Junge, der hätte mich fast überfahren. Oh nein. Ich gehe mal. Das ist erstmal jetzt komisch. Warum auch immer. Die jetzt schon wieder hier nett das gemacht haben. Aber ich fahre jetzt erstmal hin. Das soll mich jetzt ja gar nicht jucken. Ich habe gerade eben erstmal eine Gang eingebuchtet. Das soll mich jetzt nicht stören. So, ich fahre jetzt erstmal nach Hause und guck die Brocade News. So. Warte, ich muss kurz das Waffenlager wieder hin. So, endlich zu Hause. Jetzt gehe ich mal hier an meinem Fernseher gucken. So, den Brookhaven News. Wir haben ein großes, großes Problem. Und damit meine ich nicht den Klimawandel und nicht Touristen und nicht keine Ahnung, was es sonst noch gibt, sondern es gibt eine neue Gang in Brookhaven. Und sie heißt die Maskengang. Und wir wissen nicht viel über sie, wir wissen nur, dass sie da sind und deswegen nehmt euch in Acht und Polizei, bitte verhaftet sie. Sie haben schon zahlreiche Menschen umgebracht. Das war's mit den Brookhaven News. Super. Okay, jetzt muss ich gucken, die an mir vorbeigefahren sind. Ich muss sie suchen. Warum ich auch immer jeden Verbrecher suche. Erstmal hier das da hinlegen. So. Und das da. So. Mein Phone nehme ich mit. Meine Waffe. So. Machst du meine OP-Weapon. So. Jetzt gehe ich los. Okay, ich nehme notfallshalber noch eine Bombe mit. Falls ich die brauchen werde. Aber jetzt muss ich ein bisschen suchen. Oh, falscher Sitz. So. So. Mal sehen, ob ich sie finde oder es 2 Jahre dauert. Ich fahre erstmal hier hinten, da vom Tunnel aus, wo ich sie gesehen habe. Aber erstmal stelle ich mal die km/h-Zahl ein bisschen höher. Ja, ich warte, das mache ich kurz. Da. Und dann noch mein Auto ein bisschen tunen, dass man das nicht gleich erkennt. Okay. Mal gucken, wo ich sie hier finden, ob ich sie finden werde. Aber ich denke schon, ich habe bis jetzt jeden Verbrecher in die Haie geschlagen. Oh, Kacke, ey. Oh, Kacke. Ja, dann laufe ich halt weiter. Mein Auto ist geschrottet. Hilfe. Nach der Pause geht's weiter. Und was? Nein, mein Auto. Oh, Mann, ey. Jedes Auto schrotte ich, ey. Jetzt kann ich die Suche eigentlich schon fast aufgeben, ehrlich. Warte mal. Mein Fernglas. Ich muss das Kennzeichen lesen. Sag nicht, es ist. Warte. Nein, nein, nein.
Das ist das Auto, was an mir vorbeigefahren ist. Ich glaube schon, ich hatte schon die Vermutung, dass das vielleicht die Gang ist. Ich kann ja mal gucken. Warte mal, ich sehe da gar kein Haus, ich sehe da Wasser. Hä? Das ist ja komisch, das ist doch gar kein Haus, das ist ein U-Boot. Ist das überhaupt legal? Ja, egal. Ich glaube, ich sollte mir das mal angucken. Okay. Ich habe Angst. Ich muss die Tür aufsprengen, weil die Verriegelung ist drin. Warte, und meine Bombe. Und jetzt! Oha, das hat geklappt. Wie geschmiert. Hä? Was war denn das? Ah, ich habe noch meine Stimme verstellt. Okay, jetzt sollte ich mal. Ha, verreck! Den habe ich erledigt. Okay. Er sieht mich nicht. Er sieht mich nicht. Er sieht mich nicht. Ich glaube, da war jemand. Ich guck mal kurz. In die Ecke ein bisschen. So ein bisschen in die Tür noch sneaken. Er ist bei den Raketen. Dass er nicht fliehen kann. Hier ist die Tür. Schließen. Achso, das stimmt, geht gar nicht. Unschließbar. Und jetzt schieße ich ihm in den Hinterkopf. Und! Oh! Er ist ausgeweicht. Oh, Junge, das ist das einer. Was ist das für einer? Oh mein Gott, ich habe Angst. Ich habe Angst. Nein, hier ist offen. Nein, jetzt so meine ich. Schnell hier runter in den. Runter ins U-Boot. Schnell. Ich bin versteckt. Wo ist der? Hä? Er hat ja eine normale Stimme. Ja, schon. Ich geh mal von dem Haus raus. Ich mach die Tür zu jetzt. Hey! Ah, wer ist das? Ja, ich hab's geschafft. Nein. Oh, ich schwimme hier durch. Nein, wo ist der? Ich hab Haus. Was ist das dann? Kommt hierher! Ah! Oh Gott, ich werde sterben. Niemals! Wir werden sterben. Oh. Scheiße, ich habe den Schlüssel drin gelassen. Nein, es klappt nicht. Ich muss die Reifen. Ich muss die Reifen nicht kaputt machen. Ich habe dein Auto kaputt gemacht. Nein. Der spielt das nur. Der spielt das nur. Oh ja. Ich habe es wieder einmal geschafft, ne? Und wie bekomme ich jetzt mein Auto da hinten raus? Ah, stimmt, die Polizei, warte mal. Beep, 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 beep. Hallo Polizei, ja bitte kommen Sie, bitte, ich habe wieder einen. Die Maskengang? Ja, so schnell? Ja. Ach Gott, willkommen. Okay, so lange warte ich hier. Oh Mann, oh. Oh. Hä? Was? Och, ja! Schon wieder eingefangen. Lange macht es keinen Spaß mehr. Ja, er muss aufwachen, ne? Also. Ja. Hallo! Oh, mein Bein! Aufwachen!
man kann schnell dran. Leg die Waffe weg oder er schießt dir in den Kopf. Okay, hier Polizist, danke. Gut. Ja, komm wieder. Einen da. Und dein Auto ist jetzt futsch. Aha. Wir werden das noch erleben. Ah. Junge, pass dich auf! Nein, das war der doch nicht geschehen. Wir haben verletzt mit deinem Bein gefehlt. Also, ja, sieht mal. Oh, schon wieder ein bisschen Gärchen. Oh Mann, das wird wirklich langweilig. Hoffentlich passiert das nächste Mal was Besseres. Aber, hä? Warte mal. Warte mal, hä? Wo kommt denn mein Auto auf einmal her? Geil! Der Heilige Geist hat's gemacht. Geil. Erstmal wieder nach Hause fahren. Wo geht's denn nochmal lang? Oh fuck, ey. Bisschen mies. Wieder ein Auto geschrottet. Dann laufe ich. Ein paar Stunden später. Ja, dann ciao. Tschüss und das nächste Mal geht's weiter. Und keine Sorge, das nächste Mal wird nicht schon wieder ein bisschen rumgeballert, sondern da geht's ein bisschen um was anderes. Auch mal vielleicht doch rumgeballert. Mal gucken, was wir da machen können. Aber dann, tschüss.